Hier ist der erste deutsche Nerd-YouTube-Kanal mit den Nerd-News. Oder so. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal, den Nerd-News. In dem Format, in dem wir euch jede Woche die neuesten nerdigen News präsentieren, was so auf der Welt abgeht und im YouTube-Bereich. Und ja, wir sind eigentlich ich und mein Außenreporter JackTV Production, der wird aber erst demnächst in den weiteren Folgen dazu stoßen. Die heutigen Themen. Wir haben einmal Chris Evans mit einer Aussage, welchen Superhelden er eigentlich spielen wollte neben Captain America. Wir haben ein paar neue Informationen über das Avengers-Spiel. Dann haben wir ein neues Videoformat vom guten Team Comics Fan 86. Wir haben ein paar intime Informationen über SpongeBob. Und das letzte muss ich nachgucken, das habe ich ja gar nicht. Ah ja, und Last of Us 2 steht auch auf dem Zettel. Und damit starten wir direkt mal ein. Last of Us 2 ist ja seit letzter Woche frei verkäuflich und im Handel erhältlich. Und viele von euch haben es wahrscheinlich schon gespielt und einige wahrscheinlich schon durchgespielt. Aber das ist halt so eine Sache mit der Last of Us 2. Nämlich gehen die Kritiken sehr weit auseinander. Zum einen haben wir die Fans, die die Storyline und das Storytelling nicht so sehr feiern und deshalb das Spiel haten, weil es nicht mal ansatzweise so gut ist wie das erste. Und ein paar Spoiler, die ich jetzt hier nicht verraten werde, sind halt da auch noch mit dem Spiel. Und dann haben wir die Kritiker, die wiederum das Spiel bis in den Himmel hochloben mit einer Durchschnittspunktzahl von so 95%. Also das ist eigentlich schon richtig krass und wenn man bedenkt, dass der Durchschnittsscore von den Zuschauern relativ weit unten liegt, ist das ja schon sehr zwiegespalten. Aber lasst gerne mal unten in den Kommentaren da, wie ihr zu The Last of Us 2 steht. Dann kommen wir zu den News rund um SpongeBob Schwammkopf. Denn diesen Monat ist ja der Pride Month. Der Monat, wo man zur Homosexualität, zu LGBTQ und sowas steht. Ja, und dazu haben die Produzenten von Nickelodeon zugegeben, ja, SpongeBob Schwammkopf ist homosexuell. Und ja, warum diese Informationen wichtig sind, ich weiß es nicht. Aber wen wundert sich, mein SpongeBob und Patrick hatten zusammen ein Kind. Also literally, sie hatten wirklich ein Kind. Ich glaube, das sagt einiges aus. Aber machen wir weiter, denn Chris Evans hat in einem Interview in der Style gesagt, dass er eigentlich gar nicht Captain America spielen wollte. Klar, ich zitiere, ich liebe Captain America, aber es gibt einen Superhelden, den ich deutlich lieber gespielt hätte. Und da setzt er ran, das muss ich zitieren, weil das weiß ich hier nicht. Ich hätte es geliebt, mich in Szenen an die Seiten von Häusern zu hängen und von einem Haus zum nächsten zu springen. Das bedeutet, er würde gerne Spider-Man spielen. Nein, er hat nämlich in der Kindheit immer davon geträumt, mal Spider-Man zu spielen. Könntet ihr euch Chris Evans in der Spider-Man-Rolle vorstellen? Gut davon abgesehen, dass wir ihn jetzt als Captain America kennen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er würde auch nicht in die Spider-Man-Rolle reinpassen. Was meint ihr? Lasst es gerne mal unten in den Kommentaren da. Ja, und dann kommen wir zu den YouTube-News, die wir noch so nebenbei haben. Denn der gute André von Team Comics Fan 86 hat ein neues Streaming-Format. Ja, mittlerweile setzt er sich regelmäßig mit Leuten von Instagram zusammen, die man so kennt, und behandelt verschiedene Themen in seinen Streams, nämlich Tops und Flops eines jeweiligen Charakters oder eines jeweiligen, ja, Universums. Letzte Woche zum Beispiel der erste Stream gesehen, wo es um die Tops und Flops in Punisher Comics ging. Also gerne mal da vorbeischauen. Team Comics Fan 86, ich habe auch noch ein paar Informationen. Ich habe nämlich gehört, dass auch was richtig Fettes mit André, Average Man und Kraken kommen. Aber, pssst. Ja, und dann die letzten News. Ich habe nämlich für euch noch ein paar Informationen über das Avengers-Spiel, was dieses Jahr rauskommen sollte, beziehungsweise kommt, ursprünglich schon draußen sein sollte, aber verschoben worden ist. Ja, es ist ein neuer Trailer aufgetaucht, in dem wir viele Spielszenen bekommen. Wir bekommen nämlich ja so ein paar Gameplay-Szenen, wo wir unter anderem erfahren, dass Kamala Khan eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also Miss Marvel wird eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen in diesem Spiel. Und wir haben ein paar Gameplay-Szenen bekommen, wie sie gegen Roboter und sowas von Aiden kämpft. Dann haben wir unter anderem noch Abomination gesehen und den Schurken, den Hauptantagonisten, in dem es in dem Spiel geht, nämlich MODOK. Unser allerliebster Riesenschädel aus den Comics. Der ein oder andere könnt ihr den von meinem Kanal noch kennen. Lasst gerne mal unten in den Kommentaren da, wer sich noch an MODOK erinnert, wo er so ein bisschen das ein oder andere Mal in meinem Kanal aufgetaucht ist. Aber ja, ich freue mich richtig auf das Spiel. Lasst auch gerne mal unten in den Kommentaren da, wie sehr ihr euch auf dieses Spiel freut. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock drauf jetzt, wo ich weiß, dass MODOK auch noch der Antagonist ist und dass Miss Marvel viel spielt. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, das war es eigentlich schon mit der ersten Folge Nerd News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch gerne unten in die Kommentare, ob dieses Format cool ist, ob ihr das öfter sehen wollt. Und ja, ob ihr euch genauso sehr darauf freut, wenn JackTV Production mit am Start ist. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Nerd News Folge wieder. Und ich sage ciao. Und bis dann.